Ich bin eine Wasserratte. Ich lebe an der Küste und schwimme jeden Tag. Das brauche ich einfach. Im Wasser fühle ich mich wohler als an Land. Als ich Doni zum ersten Mal begegnete, ließ ich ihn zu mir kommen. Bei einem wilden Tier wartet man, bis es selbst den Anfang macht. Innerhalb von einer Stunde begab sich dieser Delfin vertrauensvoll in meine Hände. Am ersten Morgen, als ich dorthin kam, schwamm der Delfin ganz nah an mich heran. Er tauchte unter mir hindurch und schien mich aufzufordern, Seite an Seite mit ihm zu schwimmen. Ich fand es unglaublich, dass ein so großes Geschöpf so anmutig und kraftvoll neben mir schwamm. Das war großartig. Einzelgänger-Delfine sind außerhalb eines Schwarms lebende Tiere, die eine enorme Intelligenz zeigen. Sie suchen die Begegnung mit uns. Und ich glaube, wir sollten ihnen zuhören und herausfinden, was sie uns zu sagen haben. Manche von uns haben außergewöhnliche Erfahrungen mit wilden Tieren gemacht. Ich selbst habe vor einigen Jahren eine wunderbare Geschichte mit einem Delfin erlebt und diese Geschichte lebt bis heute fort. Davon möchte ich hier erzählen. Als ich zum ersten Mal zu Doni ins Wasser stieg, war er es, der mir seinen Wunsch nach Kommunikation signalisierte. Er spürte, dass mir die Welt der Schwingungen nicht vollkommen fremd war. Damals ging es ihm nicht gut. Er war an der Schnauze verletzt und unsere Beziehung begann damit, dass ich ihn pflegte. Ich wich 8 Tage lang nicht von Donis Seite, dann schwamm er wieder hinaus aufs Meer. Diese Begegnung beeindruckte mich so sehr, dass ich ihn danach unbedingt wiederfinden wollte und auf der Suche nach ihm alle Küsten abfuhr. Hier erlebte ich magische, ja außergewöhnliche Momente. Ich kam in die keltisch geprägte Bretagne und die Fischer wussten, dass er hier vorbeigekommen war. Alle lieferten mir Informationen über diesen Delfin. Endlich gelang es mir, ihn wiederzufinden. Und damit begann eine wunderbare Zeit. Wir trafen uns immer in den Schulferien. Insgesamt 2 Jahre lang verabredeten wir uns immer wieder. In 80 oder 90% der Fälle war er dann auch wirklich da. Das klingt wie ein Märchen, aber es ist die Wahrheit. Jeden Abend trafen wir uns und schwammen gemeinsam im Meer. Nichts konnte mich von dieser Verabredung abhalten. Die Treffen mit diesem Delfin waren für mich sehr wichtige Momente geworden. Diese Begegnung sollte mein Leben verändern. Was damals geschah, hat meinem Leben wirklich eine ganz neue Richtung gegeben. Nach meiner Begegnung mit diesem Delfin gründete ich eine Organisation, das Institut Doni. Seine Aufgaben sind die Erforschung, die Beobachtung und der Schutz der Botschafter-Delfine. Da haben wir uns wieder getroffen. Wir hatten uns 4 oder 5 Monate lang nicht gesehen und freuten uns riesig, uns wiederzusehen. Mit meinen 3 Kindern, den Zwillingen Raphael und Coriolan, und meiner jüngsten Adelie, lebe ich an der Küste. Immer wenn wir etwas Zeit erübrigen konnten, stürzten wir los, um Doni in der Baie de Trépassé zu besuchen.
Dieser Delfin war ein Highlight für die Familie und die Feriengäste. Das Meer war zu einem Ort freudiger Begegnungen geworden. Doch unsere Treffen störten die Fischer. Eines Tages wurde Doni von einem von ihnen geärgert und verschwand. Nach einer Weile wurde hier auch das Baden verboten. Man schlug uns alle in die Flucht. Dabei sind Delfine so besondere Geschöpfe, die von uns allen bestaunt werden. Sie gehören zu den ältesten Tierarten der Erde. In mehr als 60 Millionen Jahren haben sie eine außergewöhnliche Intelligenz entwickelt. Sie leben in Gruppen, besitzen eine eigene Sprache und Fähigkeiten, die die Wissenschaftler erst nach und nach entdecken. In der Gruppe hat jeder Delfin seine eigene, von der Gemeinschaft klar definierte Aufgabe. Manchmal sondern sich bestimmte Tiere ab und suchen Kontakt zu Menschen. In Frankreich nennt man sie Botschafterdelfine. Dafür gibt es viele Erklärungsversuche, etwa, dass sie aus Gefangenschaft freigelassene Tiere sind oder dass sie wegen ihres Verhaltens von der Gruppe ausgeschlossen wurden. Nach meinen Erfahrungen mit Doni, der manchmal auch Randy genannt wird, glaube ich eher, dass sie an die Küste kommen, um uns ihre Welt zu zeigen. Aber das ist nicht immer gern gesehen. Dieser Artikel, der 2004 über Doni erschien, als er im Hafen von La Rochelle aufgetaucht war, zeigte mir, dass ich handeln musste. Ich konnte mich nicht mehr darauf beschränken, nur zum Spaß mit dem Delfin zu schwimmen. Ich spürte deutlich die Gefahr. Ich sah, wie dieser Delfin fast vertrieben wurde. Die Behörden versuchten, ihn aus dem Hafen zu verdrängen, weil sie Angst vor einem Unfall mit den Badegästen hatten. Das ist verständlich. Schon damals stand in der Zeitung, dass Randy an der bretonischen Küste auf Anordnung des Präfekten hin fast getötet worden wäre. Wie konnte man nur auf die Idee kommen, einen so wunderbaren Delfin zu töten? Alle Herzen flogen ihm zu und er brachte den Menschen, die ihm begegneten, so viel Liebe entgegen. Es war also wichtig, einen Rahmen zu schaffen, um mit den Delfinen Kontakt aufzunehmen. Vor allem mit den Einzelgänger-Delfinen, für die heute nicht alle Verständnis haben. Dabei hat es sie immer gegeben. Ich gründete das Institut, um die Beziehungen zu den einzelnen lebenden Delfinen zu verbessern. Statt sie als krank, liebesbedürftig oder verwirrt abzustempeln. Zweimal im Jahr nehme ich meine Kinder mit in unseren geheimen Garten im Meer, um die Beziehung zu Doni zu vertiefen. Jedes Mal hoffe ich, dass er zu diesen wunderbaren Treffen erscheint. Noch ist Doni nicht in Sicht. Aber ich spüre, dass er unterwegs ist. Wenn ich versuche, mit Doni in Kontakt zu treten, praktiziere ich eine Art Telepathie. Ich visualisiere sein Bild in Gedanken. Ich nehme Kontakt mit ihm auf, sende ihm eine Information und spüre, ob er sie empfängt oder nicht. Warte, ich rufe erst nach ihm, um zu sehen, ob er überhaupt da ist. Mach dich noch nicht nass! Jeder von uns kennt diese Situation. Man denkt ganz intensiv an jemanden und plötzlich klingelt das Telefon und diese Person ist am Apparat. Mit Doni geht es mir genauso. Manchmal spüre ich, dass er auf Empfang ist und manchmal ist er es auch nicht. Ich habe das Glück, dass ich eineiige Zwillinge bekommen habe. Als Mutter dieser Zwillinge, die 16 Jahre mit ihnen zusammengelebt hat, habe ich schon vor meinem Zusammentreffen mit den Delfinen gelernt, was telepathische Kommunikation ist. Sie haben mir diese Form der Kommunikation zugänglich gemacht.
Es kam dabei zu einigen außergewöhnlichen Situationen. Man sucht immer noch nach Beweisen, doch es gibt Telepathie. Allein die Tatsache, dass es dafür keinen rationalen Beweis gibt, heißt ja nicht, dass etwas nicht existiert. Ich löse mich mehr und mehr von einer bestimmten Erwartungshaltung. Eine Zeit lang war meine intuitive Kommunikation sehr stark davon geprägt, dass ich auf jeden Fall eine Reaktion hervorrufen wollte. Heute sage ich eher, ich bin hier und ich würde mich freuen, dich zu sehen. Es ist also eher ein Angebot meinerseits, keine Erwartungshaltung. Anfangs verschmolzen Doni und ich förmlich miteinander. Er kam zu mir und ich ließ mich tragen. Ich spürte seine Schwingungen, er tastete mich ab. Es heißt, Delfine würden ihre Sonare nutzen wie eine Kamera, mit der sie bis ins Innere eines Körpers blicken können. Im Laufe der Jahre verstand ich, was er mir sagen wollte. Ich begleite dich, aber ich trage dich nicht. Erwachsene haben oft eine gewisse Scheu gegenüber wilden Tieren. In Frankreich steht man dem intuitiven Umgang mit Tieren skeptisch gegenüber. Doch manche Kinder entwickeln das gleiche Gespür und andere Tiere ebenfalls. So wie unser kleiner Freund Mutik. Er spürt, dass wir beide Freunde sind. Er hält nach Doni Ausschau und beobachtet ihn. Die beiden haben eine wunderbare Beziehung. Dieser kleine Hund, der gerade mal 6 Kilo wiegt, schwimmt mit einem großen Delfin. Es ist erstaunlich, wie innig sie miteinander umgehen und wie gut sie sich verstehen. Sie spielen ganz natürlich miteinander. Und wieder einmal ist es das Spiel, das als Bindeglied dient. Wir Erwachsenen müssen dieses spielerische Element wieder erlernen. Das ist es, was uns die Delfine vermitteln. Seit der Antike begleiten die Einzelgänger-Delfine, die man Geister des Meeres nannte, die Fischer. Abel begegnet ihnen oft, wenn er aufs Meer hinausfährt. Abel, auf deinem Boot steht ja Freund der Delfine. Schön. Sie ist schon ein klein wenig verdreht, aber sie ist bodenständiger, als es scheint. Manche hier halten sie für eine Spinnerin, so nach dem Motto, ein Delfin ist doch auch nur ein Tier. Ich weiß, dass sie einen kleinen Hau hat, aber brauchen wir den nicht alle? Das hindert sie aber nicht daran, mit den Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Dieser Delfin fasziniert mich, weil er vollkommen frei ist. Ja, diese Tiere sind völlig frei. Unter Wasser sind sie fast schwerelos. Aber sie haben auch Lungen und müssen atmen. Sonst ertrinken sie. Darauf müssen sie rund um die Uhr achten. Stimmt. Sie können zwar dösen, aber sie dürfen nicht tief schlafen. Sie dürfen nie völlig abschalten. Sie müssen immer bei klarem Bewusstsein bleiben. Hm.
Manchmal sehe ich Doni sehr lange nicht. Irgendwann wurde der Weltenbummler in Brest gesichtet und 48 Stunden später taucht er vor der Küste von Biarritz auf. Manchmal schwimmt er in einer Saison von Frankreich bis England. Es heißt, wenn Delfine im Bugwasser von Frachtschiffen mitschwimmen, können sie in 24 Stunden hunderte von Kilometern zurücklegen. Eines Tages erfuhr ich, dass Doni in Irland gesichtet worden war, wo es noch einige andere einzeln lebende Delfine gibt. An der Westküste Irlands hatte der holländische Bildhauer Jan Ploeg ein ganz ähnliches Erlebnis wie ich, nur dass hier der Delfin dem Menschen half. Ich würde nicht sagen, dass der Delfin mich geheilt hat. Allerdings hat er mir gezeigt, wie ich mich selbst heilen konnte. Auslöser dafür war vor allem die Erkenntnis, dass ein wildes Tier ausgerechnet mit mir Zeit verbringen will. Plötzlich fühlte ich mich wieder als ganzer Mensch. Meine menschlichen Freunde mochten mich sehr, solange ich manisch war, aber sie ließen mich allein, wenn ich depressiv wurde. Ich fühlte mich deshalb sehr einsam. Dem Delfin war es völlig egal, wie ich mich fühlte. Ich war immer willkommen. Das war ein sehr schönes Gefühl. Um mit Delfinen zu schwimmen, muss man schnell sein. Deshalb entschied ich mich für die Monoflosse, mit der man viel schneller vorankommt. Delfine setzen beim Schwimmen ihren ganzen Körper ein. Diese fließende Körperbewegung wollte ich nachahmen. Die Schläge mit der Monoflosse musste ich irgendwie mit den Armen kompensieren. Und dabei half mir diese Holzflosse am besten. Das ist meine Rückenflosse. Vielleicht sieht sie etwas komisch aus, aber sie ist nützlich. Weniger für das Tauchen, da hilft sie nur ein bisschen. Aber sie erleichtert mir das Schwimmen, weil sie die großen Wellen teilt und das Wasser dann gleichmäßig an mir abgleitet. Manche Leute nennen mich den Delfinmann. Ich schmunzle darüber, wie es ein Delfin tun würde. Ich selbst würde mich allerdings nie so vorstellen. Es gibt hier nämlich eine ganze Menge Delfinmänner und Frauen. Das Dumme ist, dass sich viele Leute am Strand über mich lustig machen. Aber mir ist das egal, für mich zählen nur die Delfine. Die Iren mögen zwar über Jan spotten, aber sie haben dennoch ein viel unkomplizierteres Verhältnis zur Natur als wir. Wie die Aborigines haben sie sich animistische Einflüsse in ihrer Tradition bewahrt. Sie begegnen den Delfinen mit Wohlwollen und anstelle von Angst herrscht hier Vertrauen. Es ist ein Riesenspaß, sich mit dem Tier in seinem Element zu bewegen. Normalerweise kann man sie hier im Wasser sehen, aber heute ist es trüb und sandig. Wenn sie unter einem hindurchschwimmt, ist das ein tolles Gefühl. Heute habe ich sie nicht gesehen, aber ich komme nochmal. Ich wohne ganz in der Nähe. Viele sagen, und das entspricht auch meiner eigenen Erfahrung, dass die erste Begegnung mit einem Delfin so überwältigend ist, dass man sie gar nicht fassen kann. Erst später am Tag oder sogar einige Tage danach kommen die Erinnerungsfetzen zurück. Und man fängt an zu begreifen, was da passiert ist. Ob das nun real ist oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, was es bei einem selbst bewirkt. Wenn man dadurch sogar von einer psychischen Erkrankung geheilt werden kann, können sicher auch viele andere Krankheiten dadurch geheilt werden. Über die therapeutische Wirkung von Delfinen sind sich alle einig. Sie beruhigen das Gemüt. Wenn ich in Frankreich bin, beobachte ich mit meiner Tochter Adélie gern eine Gruppe von wilden Delfinen. Man sieht oft ein einzeln schwimmendes Tier. Da, oder? Ja. Ah, da drüben schwimmen welche.
Da ist das Baby. Sieh mal, da ist das Baby. Komm ruhig näher. Wie schön es zu sehen. Wenn du dich nach vorne stellst, kommt es vielleicht zu dir. Delfine spüren die besonderen Schwingungen von Kindern. Oh, das Baby zeigt sich dir. Seit sie am Bug steht, kommt das Baby ständig nach vorn. Es kommt immer wieder. Man sieht hier, wie sie sich als Gruppe untereinander abstimmen. Ja, sie besitzen eine echte Gruppenintelligenz. Wenn ein Baby geboren wird, begleiten es zwei Patinnen. Da ist es wieder. An seiner Seite schwimmen immer zwei erwachsene Begleiter. Da sind sie. Es kommt gerade heraus. Das Baby ist noch da. Siehst du, Adeli, es kommt zu dir. Los, da ist es. Es ist wirklich noch jung. Seine Mutter weicht ihm nicht von der Seite. Doni habe ich diesmal nicht gesehen. Manchmal schließt er sich der Gruppe an. Von einzeln lebenden Delfinen wird oft behauptet, sie seien isolierte oder verstoßene Tiere. Aber Doni schließt sich manchmal auch der Gruppe von wilden Delfinen an. Ich liebe meine Kinder sehr und bin fast immer mit ihnen zusammen. Ich kann aber auch sehr gut alleine verreisen, um die Delfine zu besuchen. Ich mache das seit 5 Jahren regelmäßig. Auch wenn der Delfin gar nicht kommt, genieße ich die Verschmelzung mit der Natur. Ich suche nach ihnen und verbinde mich mit ihnen. Das kann ich zwar zu Hause auch, aber ich muss sie einfach regelmäßig sehen und Kontakt zum Meer haben. Der Delfin hat mir geholfen, mein Innerstes wiederzuentdecken, zu mir selbst und zu meinem Wesen zurückzufinden. So etwas geschieht sehr häufig, wenn man einem Delfin begegnet. Man entdeckt sein innerstes Wesen und lernt, die Liebe zu empfangen, die man in sich selbst trägt. Eine Begegnung mit Doni ist stärker als alles andere. Ich vergesse darüber die Wassertemperatur, das Wetter und es ist mir auch egal, wie wild das Meer ist. Diese Erfahrung hat eine ursprüngliche Dimension, für die ich immer empfänglicher werde. Ich kann Stunden hier zubringen, ohne dass mir die Zeit lang wird. Ich tanze seit meiner Kindheit leidenschaftlich gern und Doni ist natürlich ein toller Choreograf. Er hat mir viele sehr schöne Tänze im Wasser gezeigt. Wasser ist von Natur aus ein flüssiges, fließendes Element. Und es gibt kein schöneres Wasserballett als den Tanz mit einem Delfin. Mit der Zeit nahm er mich mit und lehrte mich, immer weiter in die Tiefe zu tauchen. Er half mir, meine Grenzen zu überwinden und meine gedanklichen Begrenzungen im Hinblick darauf, dass ich unter Wasser nicht atmen kann. Er nahm mich immer noch ein Stück tiefer mit nach unten und immer wenn er spürte, dass ich zurück an die Oberfläche musste, brachte er mich selbst nach oben. Ich schenkte ihm bedingungsloses Vertrauen und konnte deshalb immer tiefer tauchen.
Dieser Delfin hat mir ein so großes, so wunderbares Geschenk gemacht, dass ich mich mit meinem Engagement erkenntlich zeigen wollte. Ich wollte mit den Delfinen zusammenbleiben und diese ungeheure Energie, die sie im Meer verströmen, auch an Land bringen. Es war eine magische Erfahrung. Nach und nach habe ich meine Sinne so sehr verfeinert und einen Zustand völliger Ausgeglichenheit erreicht, in dem ich Dunis Sprache verstehen kann. An diesem Tag habe ich seine Botschaft verstanden. Es ist gar nicht nötig, in engem Körperkontakt mit den Delfinen zu stehen. Ihre starken Schwingungen üben einen kraftvollen, positiven Einfluss auf uns Menschen aus. Die Delfine strahlen so viel Energie aus, dass es schon ausreicht, wenn wir uns ihr Bild vorstellen, um enorme Kräfte freizusetzen. Bei der Nationalen Konferenz über Einzelgängerdelfine in Irland habe ich Jan Plöck kennengelernt. Seitdem stehen wir über das Institut in Kontakt und ich habe beschlossen, ihn zu besuchen. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Jetzt kann ich dir Dusty endlich einmal richtig vorstellen. Ja, das würde mich sehr freuen. Mich würde auch interessieren, falls sie heute da ist, ob unsere Sichtweise und unser Zugang zu Doni und Dusty sehr unterschiedlich sind. Ja, natürlich. Mein Zugang zu Doni und Delfinen im Allgemeinen ist eher intuitiv. Ich setze eher an ihrem Verhalten an, weil ich glaube, dass sie mir mit ihren Verhaltensweisen zeigt, wie sie denkt. Vielleicht zeige ich dir kurz einen Film als kleine Einführung zu Dusty. Hier sieht man, was sie tut. Sie bringt mir dieses Seegras. Und nun nickt sie mit dem Kopf, um mich zu ermuntern, es zu nehmen. Dafür möchte sie gerne am Rücken gestreichelt werden, wie wir es oft tun. Aber ich nehme das Gras nicht und lasse es einfach schwimmen. Sie will sich aber unbedingt eine Streicheleinheit abholen. Sie nimmt es wieder und bringt es noch ein Stück näher. So als wollte sie sagen, hier, nimm es. Ja, aber das tue ich nicht. Wahrscheinlich denkt sie, so ein blöder Kerl, der muss doch verstehen, was ich von ihm will. Sie bleibt hartnäckig. Sie versteht es nicht. Siehst du meine Hand? Ich nehme das Gras und lege es mir auf den Kopf. Das hat sie nicht erwartet. Jetzt scheint sie mit ihrem Kopf zu sagen, du verstehst nicht, weshalb ich hier bin. Und dann schwimmt sie weg. Sie schwimmt weg. Darum geht es mir bei der Begegnung mit den Delfinen. Sie verhalten sich sehr ungewöhnlich. Wenn man sie mit dem Boot stört, schwimmen sie einfach nebenher mit. Wenn man Flaschen wegwirft, bringen sie sie zurück. Aber auf originelle Reize reagieren sie auch mit originellen Antworten, weil sie originelle Köpfe sind. Dusty ist ein Wasserwesen. Sie tickt ganz anders als wir Landwesen. Der September ist die Zeit der Tag- und Nachtgleiche und der tosenden Fluten. Das Meer ist stürmisch und man kann nichts sehen. Dennoch will Jan keine Zeit verlieren und mich zu ihr mitnehmen. Dieser Delfin ist sesshaft. Er ist zwar tagsüber ein wenig unterwegs, aber trotzdem findet man ihn im Gegensatz zu Doni leicht. Deshalb kommen am Wochenende auch so viele Leute her. Sie hat viele Freunde, die hierher kommen, um mit ihr zu spielen.
Wir sind etwas übereifrig und wollen das Treffen forcieren. Aber Dusty spielt nicht mit. Obwohl sie ein Botschafter-Delfin ist, ist sie diejenige, die den richtigen Ort und die Zeit bestimmt. Sie hat unseren hohen Erwartungsdruck gespürt. Es gibt eine Zeit der Gewöhnung, die wir nicht eingehalten haben. Und die Delfindame lässt uns das spüren, indem sie plötzlich sehr aufgebracht reagiert. Ganz schön stürmisch. Für eine erste Begegnung. Sie spielt gern, nicht wahr? Es gefällt ihr sehr, wenn man mit ihr spielt. Du bist aber wirklich mutig. So ganz ohne Tauchermaske und Schnorchel. Ich wäre selbst nicht weiter hinausgeschwommen. Man sah ja absolut nichts. The girl, the lady. Die Lady möchte offenbar einfach in Ruhe gelassen werden. Jan Plöck ist ein Original. Er hat sein ganzes Leben um Dusty herum organisiert. Er folgt ihr auf Schritt und Tritt. Der Holländer hat keine feste Bleibe und lebt das ganze Jahr über in Irland. Er wohnt in einem kleinen Bus und bewegt sich damit fort. So ein Leben wollte ich mit 17 oder 18 führen. Ich habe eine Weile gebraucht. Inzwischen bin ich 61. Ich habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich selbst gar nichts organisieren muss. Das Wetter nimmt mir alle Entscheidungen ab. Viele Menschen denken beim Thema Freiheit an Vögel, weil sich Vögel frei in alle Richtungen bewegen können. Ich habe meine Freiheit nicht in der Luft, sondern im Wasser gefunden. Ich fliege durchs Wasser. Dort kann ich mich nach rechts und links, aber auch nach unten bewegen. Dort unten herrscht für mich eine besondere Freiheit. Mich interessieren die Eindrücke von Menschen, die im Kontakt mit Delfinen leben. Heute hat sich Dusty nicht gezeigt und Jan besucht mich. Ich bin neugierig, wie er die Einzelgänger-Delfine sieht. Ich sehe Dusty als Geschenk, als ein Geschenk des Himmels oder meinetwegen auch des Ozeans. Ich schöpfe aus ihr die Kraft für mein Wohlbefinden. Delfinen jedoch eine Aufgabe als Botschafter zuzuweisen, ist für mich eine zu menschliche Sichtweise. Für mich ist das nicht der Grund, weshalb die Delfine zu uns kommen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich teile seine Ansicht nicht ganz. Meines Wissens gibt es auf der Welt immer mehr Botschafter-Delfine. Zeigen sie sich uns vielleicht, um uns an die Tierwelt und die Natur zu erinnern und uns wachzurütteln? Fordern sie uns auf, uns auf den Rhythmus der Natur einzulassen und sie deutlicher wahrzunehmen, so wie es Kinder tun? Der Delfin ist sehr lieb und er spielt gern mit uns.
Ja, er spielt sehr gern und er ist ziemlich groß. Er ist ungefähr so groß wie ich. Vielleicht etwas kleiner. Er liebt es, mit uns zu spielen. Und manchmal kommt er an sonnigen Tagen her. Er ist oft hier. Ja, wir Kinder spielen oft mit ihm. Das macht sehr viel Spaß. Bei unserem zweiten Tauchgang hat sich das Meer beruhigt. Es wird nun einfacher, sich Dusty zu nähern. Delfine besitzen erstaunliche kommunikative Fähigkeiten. Mit ihrem Sonar stoßen sie Ultraschallwellen aus, die an Hindernissen abprallen und deren Echo in ihren Gehirnen zu Bildern verarbeitet wird. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Sonare von U-Booten, nur wesentlich besser. Der Mensch hört nur einen winzigen Bruchteil dieser Töne. Delfine haben keine Stimmbänder, sondern stoßen klickende und keckernde Laute aus. Diese Geräusche haben eine beruhigende Wirkung auf den Menschen. Das ist auch der Grund, weshalb das Schwimmen mit Delfinen eine Erfahrung ist, die sich einem Menschen ganz tief einprägt. Jan, der sich sehr für das Verhalten interessiert, hat mit Dusty eine Sprache entwickelt, indem er seine Holzflosse in Schwingungen versetzt. Die Delfindame reagiert auf diese Laute. Im Laufe dieses Musikstücks bricht das Eis und Dusty kommt auf mich zu. Aber sie kennt ihre üblichen Spielgefährten sehr genau. Mir gegenüber verhält sie sich eher ungestüm. Von ihr geht eine unbezähmbare Kraft aus, die mir viel Energie gibt. Bei ihr finde ich bestätigt, wie sehr Delfine eins sind mit dem Meer und seiner lebensspendenden Kraft. Mit Dusty schwimme ich nicht nur im Meer, sondern ich schwelge in einer Flut tiefer Emotionen. Wenn ich ins Wasser steige und sie zu mir kommt, ist das manchmal sehr bewegend. Ja, und nun, ich lebe allein, weißt du, und sie ist sozusagen die einzige Person, zu der ich einen so tiefen emotionalen Bezug habe. Wenn man immer mehr will, kann das auch Probleme geben. Mit Dusty zu schwimmen ist so fesselnd, dass ich manchmal vergesse zu atmen und es mir so vorkommt, als könnte ich ewig mit ihr auf dem Meeresgrund bleiben. Aber irgendetwas in mir sagt dann, du musst zurück an die Oberfläche und Luft holen, sonst wirst du ohnmächtig und niemand kann dir helfen, dann stirbst du. Also klopfe ich mir selbst auf die Schulter und befehle mir rauf und Luft holen. Den meisten Menschen ist gar nicht klar, wie anders die Welt unter Wasser ist, weil sie nicht so ohne weiteres zugänglich ist. Wer aber viel Zeit im Wasser verbringt, betritt hier eine Welt, die ihre eigene Schönheit und ihre eigenen Gesetze hat. Es ist fast wie ein anderer Planet, den man entdeckt. Manche träumen davon, Marsmenschen zu begegnen.
Zu denen würde ich gern sagen, vergesst die Marsmenschen. Schwimmt stattdessen lieber mit Delfinen im Ozean und fragt euch, was das mit euch macht. Es dauerte einige Zeit, bis Dusty und ich zueinander fanden. Trotzdem habe ich viel von ihr gelernt und vor meiner Abreise möchte ich mich bei ihr bedanken. Dusty, Doni und die anderen Delfine haben mich inspiriert. Ich schreibe gerade ein Buch, dessen Worte sie mir zugeflüstert haben. Vielleicht bringen sie uns ja dazu, mit dem Herzen zu sehen. Mit meinen drei Kindern, den Zwillingen Raphael und Coriolan und meiner jüngsten Adélie, lebe ich an der Küste. Immer wenn wir etwas Zeit erübrigen konnten, stürzten wir los, um Doni in der Baie de Trépassé zu besuchen. Dieser Delfin war ein Highlight für die Familie und die Feriengäste. Das Meer war zu einem Ort freudiger Begegnungen geworden. Doch unsere Treffen störten die Fischer. Eines Tages wurde Doni von einem von ihnen geärgert und verschwand. Nach einer Weile wurde hier auch das Baden verboten. Man schlug uns alle in die Flucht. Dabei sind Delfine so besondere Geschöpfe, die von uns allen bestaunt werden. Sie gehören zu den ältesten Tierarten der Erde. In mehr als 60 Millionen Jahren haben sie eine außergewöhnliche Intelligenz entwickelt. Sie leben in Gruppen, besitzen eine eigene Sprache und Fähigkeiten, die Wissenschaftler erst nach und nach entdecken. In der Gruppe hat jeder Delfin seine eigene, von der Gemeinschaft klar definierte Aufgabe. Manchmal sondern sich bestimmte Tiere ab und suchen Kontakt zu Menschen. In Frankreich nennt man sie Botschafterdelfine. Dafür gibt es viele Erklärungsversuche, etwa, dass sie aus Gefangenschaft freigelassene Tiere sind oder dass sie wegen ihres Verhaltens von der Gruppe ausgeschlossen wurden. Nach meinen Erfahrungen mit Doni, der manchmal auch Randy genannt wird, glaube ich eher, dass sie an die Küste kommen, um uns ihre Welt zu zeigen. Aber das ist nicht immer gern gesehen. Dieser Artikel, der 2004 über Doni erschien, als er im Hafen von La Rochelle aufgetaucht war, zeigte mir, dass ich handeln musste. Ich konnte mich nicht mehr darauf beschränken, nur zum Spaß mit dem Delfin zu schwimmen. Ich spürte deutlich die Gefahr. Ich sah, wie dieser Delfin fast vertrieben wurde. Die Behörden versuchten, ihn aus dem Hafen zu verdrängen, weil sie Angst vor einem Unfall mit den Badegästen hatten. Das ist verständlich. Schon damals stand in der Zeitung, dass Randy an der bretonischen Küste auf Anordnung des Präfekten hin fast getötet worden wäre. Wie konnte man nur auf die Idee kommen, einen so wunderbaren Delfin zu töten? Alle Herzen flogen ihm zu und er brachte den Menschen, die ihm begegneten, so viel Liebe entgegen. Es war also wichtig, einen Rahmen zu schaffen, um mit den Delfinen Kontakt aufzunehmen. Vor allem mit den einzelnen. Ein schwimmendes Tier. Da, oder? Ja. Ah, da drüben schwimmen welche. Da ist das Baby. Sieh mal, da ist das Baby. Komm ruhig näher. Wie schön es zu sehen. Wenn du dich nach vorne stellst, kommt es vielleicht zu dir. Delfine spüren die besonderen Schwingungen von Kindern.
Oh, das Baby zeigt sich dir. Seit sie am Bug steht, kommt das Baby ständig nach vorne. Es kommt immer wieder. Man sieht hier, wie sie sich als Gruppe untereinander abstimmen. Ja, sie besitzen eine echte Gruppenintelligenz. Wenn ein Baby geboren wird, begleiten es zwei Patinnen. Da ist es wieder. An seiner Seite schwimmen immer zwei erwachsene Begleiter. Da sind sie. Es kommt gerade heraus. Das Baby ist noch da. Siehst du, Adeli, es kommt zu dir. Los, da ist es. Es ist wirklich noch jung. Seine Mutter weicht ihm nicht von der Seite. Doni habe ich diesmal nicht gesehen. Manchmal schließt er sich der Gruppe an. Von einzeln lebenden Delfinen wird oft behauptet, sie seien isolierte oder verstoßene Tiere. Aber Doni schließt sich manchmal auch der Gruppe von wilden Delfinen an. Ich liebe meine Kinder sehr und bin fast immer mit ihnen zusammen. Ich kann aber auch sehr gut alleine verreisen, um die Delfine zu besuchen. Ich mache das seit 5 Jahren regelmäßig. Auch wenn der Delfin gar nicht kommt, genieße ich die Verschmelzung mit der Natur. Ich suche nach ihnen und verbinde mich mit ihnen. Das kann ich zwar zu Hause auch, aber ich muss sie einfach regelmäßig sehen und Kontakt zum Meer haben. Der Delfin hat mir geholfen, mein Innerstes wiederzuentdecken, zu mir selbst und zu meinem Wesen zurückzufinden. So etwas geschieht sehr häufig, wenn man einem Delfin begegnet. Man entdeckt sein innerstes Wesen und lernt, ich liebe meine Kinder sehr und bin fast immer mit ihnen zusammen. Ich kann aber auch sehr gut alleine verreisen, um die Delfine zu besuchen. Ich mache das seit 5 Jahren regelmäßig. Auch wenn der Delfin gar nicht kommt, genieße ich die Verschmelzung mit der Natur. Ich suche nach ihnen und verbinde mich mit ihnen. Das kann ich zwar zu Hause auch, aber ich muss sie einfach regelmäßig sehen. Und Kontakt zum Meer haben. Der Delfin hat mir geholfen, mein Innerstes wiederzuentdecken, zu mir selbst und zu meinem Wesen zurückzufinden. So etwas geschieht sehr häufig, wenn man einem Delfin begegnet. Man entdeckt sein innerstes Wesen und lernt, die Liebe zu empfangen, die man in sich selbst trägt. Begegnung mit Doni ist stärker als alles andere. Ich vergesse darüber die Wassertemperatur, das Wetter und es ist mir auch egal, wie wild das Meer ist. Diese Erfahrung hat eine ursprüngliche Dimension, für die ich immer empfänglicher werde. Ich kann Stunden hier zubringen, ohne dass mir die Zeit lang wird. Ich tanze seit meiner Kindheit leidenschaftlich gern und Doni ist natürlich ein toller Choreograf. Er hat mir viele sehr schöne Tänze im Wasser gezeigt. Wasser ist von Natur aus ein flüssiges, fließendes Element. Und es gibt kein schöneres Wasserballett als den Tanz mit einem Delfin.
Mit der Zeit nahm er mich mit und lehrte mich, immer weiter in die Tiefe zu tauchen. Er half mir, meine Grenzen zu überwinden und meine gedanklichen Begrenzungen im Hinblick darauf, dass ich unter Wasser nicht atmen kann. Er nahm mich immer noch ein Stück tiefer mit nach unten. Und immer wenn er spürte, dass ich zurück an die Oberfläche musste, brachte er mich selbst nach oben. Ich schenkte ihm bedingungsloses Vertrauen und konnte deshalb immer tiefer tauchen. Denn oft, wenn er aufs Meer hinausfährt. Abel, auf deinem Boot steht ja Freund der Delfine. Schön. Sie ist schon ein klein wenig verdreht, aber sie ist bodenständiger, als es scheint. Manche hier halten sie für eine Spinnerin, so nach dem Motto, ein Delfin ist doch auch nur ein Tier. Ich weiß, dass sie einen kleinen Hauch hat, aber brauchen wir den nicht alle? Das hindert sie aber nicht daran, mit den Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Dieser Delfin fasziniert mich, weil er vollkommen frei ist. Ja, diese Tiere sind völlig frei. Unter Wasser sind sie fast schwerelos. Aber sie haben auch Lungen und müssen atmen. Sonst ertrinken sie. Darauf müssen sie rund um die Uhr achten. Stimmt. Sie können zwar dösen, aber sie dürfen nicht tief schlafen. Sie dürfen nie völlig abschalten. Sie müssen immer bei klarem Bewusstsein bleiben. Manchmal sehe ich Doni sehr lange nicht. Irgendwann wurde der Weltenbummler in Brest gesichtet. Und 48 Stunden später taucht er vor der Küste von Biarritz auf. Manchmal schwimmt er in einer Saison von Frankreich bis England. Es heißt, wenn Delfine im Bugwasser von Frachtschiffen mitschwimmen, können sie in 24 Stunden hunderte von Kilometern zurücklegen. Eines Tages erfuhr ich, dass Doni in Irland gesichtet worden war, wo es noch einige andere einzeln lebende Delfine gibt. An der Westküste Irlands hatte der holländische Bildhauer Jan Ploeg ein ganz ähnliches Erlebnis wie ich, nur dass hier der Delfin dem Menschen half. Ich würde nicht sagen, dass der Delfin mich geheilt hat. Allerdings hat er mir gezeigt, wie ich mich selbst heilen konnte. Auslöser dafür war vor allem die Erkenntnis, dass ein wildes Tier ausgerechnet mit mir Zeit verbringen will. Plötzlich fühlte ich mich wieder als ganzer Mensch. Meine menschlichen Freunde mochten mich sehr, solange ich manisch war. Aber sie ließen mich allein, wenn ich depressiv wurde. Ich fühlte mich deshalb sehr einsam. Dem Delfin war... Endlich gelang es mir, ihn wiederzufinden. Und damit begann eine wunderbare Zeit. Wir trafen uns immer in den Schulferien. Insgesamt 2 Jahre lang verabredeten wir uns immer wieder. In 80 oder 90% der Fälle war er dann auch wirklich da. Das klingt wie ein Märchen, aber es ist die Wahrheit. Jeden Abend trafen wir uns und schwammen gemeinsam im Meer. Nichts konnte mich von dieser Verabredung abhalten. Die Treffen mit diesem Delfin waren für mich sehr wichtige Momente geworden. Diese Begegnung sollte mein Leben verändern. Was damals geschah, hat meinem Leben wirklich eine ganz neue Richtung gegeben. Nach meiner Begegnung mit diesem Delfin gründete ich eine Organisation, das Institut Doni. Seine Aufgaben sind die Erforschung, die Beobachtung und der Schutz der Botschafterdelfine. Da haben wir uns wieder getroffen. Wir hatten uns 4 oder 5 Monate lang nicht gesehen und freuten uns riesig, uns wiederzusehen.
Mit meinen drei Kindern, den Zwillingen Raphael und Coriolan, und meiner jüngsten Adélie lebe ich an der Küste. Immer wenn wir etwas Zeit erübrigen konnten, stürzten wir los, um Doni in der Baie de Trépassé zu besuchen. Dieser Delfin war ein Highlight für die Familie und die Feriengäste. Das Meer war zu einem Ort freudiger Begegnungen geworden. Doch unsere Treffen störten die Fischer. Eines Tages wurde Doni von einem von ihnen geärgert und verschwand. Nach einer Weile wurde hier auch das Baden verboten. Man schlug uns alle in die Flucht. Dabei sind Delfine so besondere Geschöpfe, die von uns allen bestaunt werden. Sie gehören zu den ältesten Tierarten der Erde. In mehr als 60 Millionen Jahren haben sie eine außergewöhnliche Intelligenz entwickelt. Sie leben in Gruppen, besitzen eine eigene Sprache und Fähigkeiten, die die Wissenschaftler erst nach und nach entdecken. In der Gruppe hat jeder Delfin seine eigene, von der Gemeinschaft klar definierte, darauf beschränken, nur zum Spaß mit dem Delfin zu schwimmen. Ich spürte deutlich die Gefahr. Ich sah, wie dieser Delfin fast vertrieben wurde. Die Behörden versuchten, ihn aus dem Hafen zu verdrängen, weil sie Angst vor einem Unfall mit den Badegästen hatten. Das ist verständlich. Schon damals stand in der Zeitung, dass Randy an der bretonischen Küste auf Anordnung des Präfekten hin fast getötet worden wäre. Wie konnte man nur auf die Idee kommen, einen so wunderbaren Delfin zu töten? Alle Herzen flogen ihm zu und er brachte den Menschen, die ihm begegneten, so viel Liebe entgegen. Es war also wichtig, einen Rahmen zu schaffen, um mit den Delfinen Kontakt aufzunehmen. Vor allem mit den Einzelgänger-Delfinen, für die heute nicht alle Verständnis haben. Dabei hat es sie immer gegeben. Ich gründete das Institut, um die Beziehungen zu den einzelnen lebenden Delfinen zu verbessern, statt sie als krank, liebesbedürftig oder verwirrt abzustempeln. Zweimal im Jahr nehme ich meine Kinder mit in unseren geheimen Garten im Meer, um die Beziehung zu Doni zu vertiefen. Jedes Mal hoffe ich, dass er zu diesen wunderbaren Treffen erscheint. Noch ist Doni nicht in Sicht, aber ich spüre, dass er unterwegs ist. Wenn ich versuche, mit Doni in Kontakt zu treten, praktiziere ich eine Art Telepathie. Ich visualisiere sein Bild in Gedanken. Ich nehme Kontakt mit ihm auf, sende ihm eine Information und spüre, ob er sie empfängt oder nicht. Warte! Ich rufe erst nach ihm, um zu sehen, ob er überhaupt da ist. Mach dich noch nicht nass! Jeder von uns kennt diese Situation. Man denkt ganz intensiv an jemanden und plötzlich klingelt das Telefon und diese Person ist am Apparat. Mit Doni geht es mir genauso. Manchmal spüre ich, dass er auf Empfang ist und manchmal ist er es auch nicht. Ich habe das Glück, dass ich eineiige Zwillinge bekommen habe. Als Mutter dieser Zwillinge, die 16 Jahre mit ihnen zusammengelebt hat, habe ich schon vor meinem Zusammentreffen mit den Delfinen gelernt, was telepathische Kommunikation ist. Sie haben Wirkung auf den Menschen. Das ist auch der Grund, weshalb das Schwimmen mit Delfinen eine Erfahrung ist, die sich einem Menschen ganz tief einprägt. Jan, der sich sehr für das Verhalten interessiert, hat mit Dusty eine Sprache entwickelt,
indem er seine Holzflosse in Schwingungen versetzt. Die Delfindame reagiert auf diese Laute. Im Laufe dieses Musikstücks bricht das Eis und Dusty kommt auf mich zu. Aber sie kennt ihre üblichen Spielgefährten sehr genau. Mir gegenüber verhält sie sich eher ungestüm. Von ihr geht eine unbezähmbare Kraft aus, die mir viel Energie gibt. Bei ihr finde ich bestätigt, wie sehr Delfine eins sind mit dem Meer und seiner lebensspendenden Kraft. Mit Dusty schwimme ich nicht nur im Meer, sondern ich schwelge in einer Flut tiefer Emotionen. Wenn ich ins Wasser steige und sie zu mir kommt, ist das manchmal sehr bewegend. Ja, und nun, ich lebe allein, weißt du, und sie ist sozusagen die einzige Person, zu der ich einen so tiefen emotionalen Bezug habe. Wenn man immer mehr will, kann das auch Probleme geben. Mit Dusty zu schwimmen ist so fesselnd, dass ich manchmal vergesse zu atmen und es mir so vorkommt, als könnte ich ewig mit ihr auf dem Meeresgrund bleiben. Aber irgendetwas in mir sagt dann, du musst zurück an die Oberfläche und Luft holen, sonst wirst du ohnmächtig und niemand kann dir helfen, dann stirbst du. Also klopfe ich mir selbst auf die Schulter und befehle mir rauf und Luft holen. Mich interessieren die Eindrücke von Menschen, die im Kontakt mit Delfinen leben. Heute hat sich Dusty nicht gezeigt und Jan besucht mich. Ich bin neugierig, wie er die Einzelgänger-Delfine sieht. Ich sehe Dusty als Geschenk, als ein Geschenk des Himmels oder meinetwegen auch des Ozeans. Ich schöpfe aus ihr die Kraft für mein Wohlbefinden. Delfinen jedoch eine Aufgabe als Botschafter zuzuweisen, ist für mich eine zu menschliche Sichtweise. Für mich ist das nicht der Grund, weshalb die Delfine zu uns kommen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich teile seine Ansicht nicht ganz. Meines Wissens gibt es auf der Welt immer mehr Botschafter-Delfine. Zeigen sie sich uns vielleicht, um uns an die Tierwelt und die Natur zu erinnern und uns wachzurütteln? Fordern sie uns auf, uns auf den Rhythmus der Natur einzulassen und sie deutlicher wahrzunehmen, so wie es Kinder tun? Delfin ist sehr lieb und er spielt gern mit uns. Ja, er spielt sehr gern und er ist ziemlich groß. Er ist ungefähr so groß wie ich, vielleicht etwas kleiner. Er liebt es, mit uns zu spielen. Und manchmal kommt er an sonnigen Tagen her. Er ist oft hier. Ja, wir Kinder spielen oft mit ihm. Das macht sehr viel Spaß. Bei unserem zweiten Tauchgang hat sich das Meer beruhigt. Es wird nun einfacher, sich Dusty zu nähern. Delfine besitzen erstaunliche kommunikative Fähigkeiten.
Mit ihrem Sonar stoßen sie Ultraschallwellen aus, die an Hindernissen abprallen und deren Echo in ihren Gehirnen zu Bildern verarbeitet wird. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Sonare von U-Booten, nur wesentlich besser. Der Mensch hört nur einen winzigen Bruchteil dieser Töne. Delfine haben keine Stimmbänder, sondern stoßen... Mich würde auch interessieren, falls sie heute da ist, ob unsere Sichtweise und unser Zugang zu Doni und Dusty sehr unterschiedlich sind. Ja, kurz. Ja, natürlich. Mein Zugang zu Doni und Delfinen im Allgemeinen ist eher intuitiv. Ich setze eher an ihrem Verhalten an, weil ich glaube, dass sie mir mit ihren Verhaltensweisen zeigt, wie sie denkt. Vielleicht zeige ich dir kurz einen Film als kleine Einführung zu Dusty. Hier sieht man, was sie tut. Sie bringt mir dieses Seegras. Und nun nickt sie mit dem Kopf, um mich zu ermuntern, es zu nehmen. Dafür möchte sie gerne am Rücken gestreichelt werden, wie wir es oft tun. Aber ich nehme das Gras nicht und lasse es einfach schwimmen. Sie will sich aber unbedingt eine Streicheleinheit abholen. Sie nimmt es wieder und bringt es noch ein Stück näher. So als wollte sie sagen, hier, nimm es. Ja, aber das tue ich nicht. Wahrscheinlich denkt sie, so ein blöder Kerl. Der muss doch verstehen, was ich von ihm will. Sie bleibt hartnäckig. Sie versteht es nicht. Siehst du meine Hand? Ich nehme das Gras und lege es mir auf den Kopf. Das hat sie nicht erwartet. Jetzt scheint sie mit ihrem Kopf zu sagen, du verstehst nicht, weshalb ich hier bin. Und dann schwimmt sie weg. Sie schwimmt weg. Darum geht es mir bei der Begegnung mit den Delfinen. Sie verhalten sich sehr ungewöhnlich. Wenn man sie mit dem Boot stört, schwimmen sie einfach nebenher mit. Wenn man Flaschen wegwirft, bringen sie sie zurück. Aber auf originelle Reize reagieren sie auch mit originellen Antworten, weil sie originelle Köpfe sind. Dusty ist ein Wasserwesen. Sie tickt ganz anders als wir Landwesen. Der September ist die Zeit der Tag- und Nachtgleiche und der tosenden Fluten. Das Meer ist stürmisch und man kann nichts sehen. Dennoch will Jan keine Zeit verlieren und mich zu ihr mitnehmen. Dieser Delfin ist sesshaft. Er ist zwar tagsüber ein wenig unterwegs, aber trotzdem findet man ihn im Gegensatz zu Doni leicht. Deshalb kommen am Wochenende auch so viele Leute her. Sie hat viele Freunde, die hierher kommen, um mit ihr zu spielen. Insgesamt 2 Jahre lang verabredeten wir uns immer wieder. In 80 oder 90% der Fälle war er dann auch wirklich da. Das klingt wie ein Märchen, aber es ist die Wahrheit. Jeden Abend trafen wir uns und schwammen gemeinsam im Meer. Nichts konnte mich von dieser Verabredung abhalten. Die Treffen mit diesem Delfin waren für mich sehr wichtige Momente geworden. Diese Begegnung sollte mein Leben verändern. Was damals geschah, hat meinem Leben wirklich eine ganz neue Richtung gegeben. Nach meiner Begegnung mit diesem Delfin gründete ich eine Organisation, das Institut Doni. Seine Aufgaben sind die Erforschung, die Beobachtung und der Schutz der Botschafterdelfine. Da haben wir uns wieder getroffen. Wir hatten uns 4 oder 5 Monate lang nicht gesehen und freuten uns riesig, uns wiederzusehen. Mit meinen 3 Kindern, den Zwillingen Raphael und Coriolan, und meiner jüngsten Adélie, lebe ich an der Küste.
Immer wenn wir etwas Zeit erübrigen konnten, stürzten wir los, um Doni in der Baie de Trépassé zu besuchen. Dieser Delfin war ein Highlight für die Familie und die Feriengäste. Das Meer war zu einem Ort freudiger Begegnungen geworden. Doch unsere Treffen störten die Fischer. Eines Tages wurde Doni von einem von ihnen geärgert und verschwand. Nach einer Weile wurde hier auch das Baden verboten. Man schlug uns alle in die Flucht. Dabei sind Delfine so besondere Geschöpfe, die von uns allen bestaunt werden. Sie gehören zu den ältesten Tierarten der Erde. In mehr als 60 Millionen Jahren haben sie eine außergewöhnliche Intelligenz entwickelt. Sie leben in Gruppen, besitzen eine eigene Sprache und Fähigkeiten, die Wissenschaftler erst nach und nach entdecken. In der Gruppe hat jeder Delfin seine eigene, von der Gemeinschaft klar definierte Aufgabe. Manchmal sondern sich bestimmte Tiere ab und suchen Kontakt zu Menschen. In Frankreich nennt man sie Botschafterdelfine. Dafür gibt es viele Erklärungsversuche.